Moin moin, liebe Freundinnen und Freunde der Artillerie. Beim Schießen mit Beobachtung war der Artilleriebeobachter bzw. heute das Joint Fire Support Team gefordert. Es sind die einzelnen Schüsse zu identifizieren und in ihrer Lage im Gelände zu bestimmen. Durch Messung oder Schätzung ist ihre Ablage vom Ziel oder Einschießpunkt zu bestimmen und die Verbesserungen für das weitere Schießen sind zu berechnen und zu befehlen. Das setzt voraus, dass die Lichtblitze und Rauchwolken beim Aufschlag der Geschosse und beim Abprallerschießen sowie beim Doppel- und Annäherungszündern die Lage der Splittergaben erfasst werden. Auf einem Gefechtsfeld ist diese Aufgabe schwierig. Wird ein Schuss nicht beobachtet, so ist nach Prüfung der Schusswerte der Schuss zu wiederholen. Unter Umständen kann es in schwierigem Gelände notwendig sein, den Schuss mit hochgezogenem Sprengpunkt zu wiederholen. Um nun durch Messung oder Schätzung Ablagen vom Ziel- oder Einschießpunkt zu bestimmen und die Verbesserungen für das weitere Schießen zu berechnen und zu befehlen, fehlt uns eine Bezugslinie, mittels derer wir die Lage der Schüsse im Gelände für die Feuerleitung und den Beobachter gleichermaßen definieren können. Zur Unterstützung der Erklärungen wollen wir ein kleines Modell bauen. Dieser Turm hier sei das Ziel. Hier befindet sich die Feuerstellung der 4. Batterie des Feldartilleriebataillons 61. Und hier ist die Batteriebeobachtungsstelle bzw. der Standort des Joint Fire Support Teams. Der Feuerleitstelle sind die Feuerstellung und der Standort des Beobachters bzw. der Standort des Joint Fire Support Teams in der Lage bekannt. In diesem Modell gibt es zwei Bezugslinien. Zum einen die Schussrichtung, also die Linie zwischen Feuerstellung und Ziel. Zum anderen die Linie zwischen der Stellung des Beobachters oder Joint Fire Support Teams und dem Ziel, der Seestreifen. Der Seestreifen entspricht dem Beobachtungsrichtungswinkel und er beträgt in unserem Modell 5300-. Entsprechend den beiden Bezugslinien heißen die Verfahren Schussrichtungsverfahren und Seestreifenverfahren. Das Schussrichtungsverfahren setzt umfangreiche Erfahrung beim Beobachter voraus und darf heute nur dann angewendet werden, wenn das Geschütz bzw. die Batterie alleine artilleristisch aktiv ist. Heute wird in der Regel das Seestreifenverfahren verwendet, weil es Zusammenarbeit nicht nur mit der eigenen Kampf- und Kampfunterstützungstruppe, sondern häufig auch mit Verbänden der NATO-Partner und unter Umständen mit Schiffsartillerie der Marine stattfindet. Bezogen auf den Seestreifen liegen seitliche Ablagen, also Aufschläge oder Splittergaben links oder rechts vom Seestreifen. Diese Ablagen müssen sorgfältig in der Regel unter Nutzung der Schallgeschwindigkeit gemessen und anschließend per MKS-Formel in eine Seitenkorrektur umgerechnet werden. Denn es gilt, die folgenden Schüsse auf den Seestreifen zu bekommen. Hier ein Beispiel. Zu unserem Aufschlagpunkt messen wir einen Richtungswinkel von 5160-. Ziehen wir diesen Wert vom Seestreifen 5300-Strich ab, erhalten wir eine Ablage von 140-Strich. Die Schalllaufzeit betrug 3 Sekunden. Damit liegt eine Entfernung zwischen der Beobachtungsstelle und dem Aufschlag von ca. 1 Kilometer, nämlich 3 Sekunden mal 0,333 Kilometer. Die Ablage dieses Schusses zum Seestreifen beträgt MKS-Formel also 140 Meter links, nämlich 1 Kilometer mal 140 Strich. Dementsprechend werden die Aufschläge bzw. Splittergaben, die aus der Sicht des Beobachters hinter dem Ziel beobachtet werden, als Weitschüsse, die vor dem Ziel beobachtet werden, als Kurzschüsse definiert. Auch hier können die Ablagen unter Nutzung der Schallgeschwindigkeit gemessen und anschließend per MKS-Formel in die Entfernung zwischen Beobachter und Aufschlagpunkt bzw. unter Berücksichtigung der Lage des Ziels in die Entfernung vom Aufschlagpunkt zum Ziel umgerechnet werden. Beim Schießen mit Doppel- oder Abstandszündern muss neben den Ablagen in der Seite und der Länge auch die Ablage in der Höhe ermittelt werden. Also der Winkel zwischen Zielebene und Sprengpunkt. Als Messergebnis erhalten wir eine Ablage in der Höhe von 10 Strich. Die Laufzeit des Schalls betrug gemäß Stoppuhr 15 Sekunden. Dann ergibt sich daraus eine Entfernung von 4,9 Kilometern. Also die Laufzeit des Schalls in Sekunden mal 0,333 Kilometer.
Die Sprenghöhe von 49 Metern ergibt sich durch die MKS-Formel, nämlich 4,9 Kilometer mal 10 Strich. Für das Schießen mit Beobachtung benötigte der Beobachter eine Stoppuhr, eine Schießkarte und ein KW-Besteck, also einen Kartenwinkel und Entfernungsmesser. Und er musste die Arbeit mit der MKS-Formel beherrschen. Heute verfügt das Joint Fire Support Team über technische Ausrüstungen, die das Messen von Entfernungen und Ablagen, ihre Berechnung, ihre Digitalisierung und automatische Weitergabe ermöglichen. Mess- und Rechenfehler können damit minimiert werden. Während in der Vergangenheit der Beobachter den Schuss durch Augenbeobachtung identifizieren, auf die Karte übertragen, seine Ablage im Kopf berechnen und Korrekturen per Funk weitergeben musste, ist diese Arbeit dank der Digitalisierung in Sekundenbruchteilen erledigt. Wenn Sie sich weiter mit artilleristischer Beobachtung auseinandersetzen wollen, empfehle ich die weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich mit einem kräftigen Zugleich.